Bye. Hey, boy, you ready to learn my moves? Yes, komm, sag mal, ja. These are the moves I can teach you, boy. What's the key of to brawling? How do I break down defense? Das ist mal interessant. Okay. Opponents that stay on the defensive are a real hassle. Sometimes the right move in a boxing match is to bide your time and wait for a win by decision. But that's not the way of a true champion. You need to the fighting instinct to do whatever it takes to grab and wrench down the other guy. Fighting instincts, huh? Brawling and boxing don't have much in common, but I get what you are saying. This is the perfect move for opponents with a solid defense. I call it the face squeeze. You learned the essence of face twisting. I see. Your opponent can break free if you grab their arm or leg, but it's not so easy when you're holding their face. Even with their guard up, you can have your way with them. Yes, you are quick on the uptake, aren't you, boy? Ja, Bacchus, huh? Oh, da kommt schon der Nächste. Warum kommen die immer einzeln? Another assassin? This one looks pretty beefy. Word is your bodyguard here knows how to handle himself. Oh, that's why I got called in. What? Why you? Professional killers like us always risk getting the tables turned on us. You often hear about second-rate hitmen being taken out by their target. Yes, and that's what happened to everyone sent after me so far. Also, my boy here doesn't kill them. Well, that won't be happening with me. They call me the unassailable assassin. Nobody gets past my defense, so I always get the job done. Here's your chance, boy. Okay, practice hier gleich, ne? I get it. You want to me to try out the move I just learned, right? Das ist so convenient, dass der auch gerade auftaucht. Quit your mumbling. I haven't got all day. You know, let's go. Ist das jetzt ein Tutorial oder was? Mysterious Hitman. Knickknack. A sense of face twisting. Gibt's in Brawler Style. Slip past a guarding enemy's arm, grab their face, twist them to the ground, then stomp them to finish the job. Achso. Entschuldigung. Okay. Das ist voll fies, was er da macht. Und seine Brille bleibt trotzdem intakt. Nochmal, komm. Machen wir das so. Bam. Dreimal. Okay. Defeat the Hitman. Targeting Bacchus. Use your brawl style moves to take the assassins out. So, jetzt können wir es mal auch ausprobieren. Ah, falschen Knopf gedrückt. Ah, Mann! Oh. So, Quick Step. Okay. Mann!
Okay. Also ich kann den Ziel gar nicht wechseln. Mann! Haha, daneben getreten. Machen wir das jetzt den ganzen Tag? Kriegt mein Gorge nicht so schnell hoch. Alter! Nein, ich will nicht den... Ich hasse es so sehr durch den Stilwechsel. Komm, nehmen wir mal was Schweres hier. Alter, warum ist der so schnell? Gehen wir mal um ihn herum. Alter, warum? So, wir laufen hinter ihm. Das ist so nervig. Also, wenn ich hier hinter ihm gehe, kann ich ihn doch... Komm mal her, jetzt reicht's aber auch. Ah, das hat nicht gereicht. Du Drecksbastard. Na, komm her. Ich hab's voll drauf, immer den richtigen Moment nicht wusste. Bacchus? Okay, es hat ein bisschen lange gedauert. Ich entschuldige mich dafür. Bros, die ist nicht so meins. I don't get it. Oh, you break past my defense. What was that about second-rate hitmen getting taken out by their targets? You meet your match today, so don't come back. I won't.
Jetzt haben wir drei Lehrer für unsere drei Kampfstile. You are getting stronger every day, boy. Yeah, I guess I have you to thank for that. Okay, jetzt haben wir diesen einen Move gelernt. Steht der jetzt hier irgendwo drin eigentlich? Das ist immer das, was ich mich da immer frage. Primaster, when thrown by an enemy, just damage. Wo ist das jetzt? Achso, den haben wir auch schon. Booster. Ah, da ist er. Der Face. Essence of Face Twisting. Ja. Wenn der dann hat und ja. Gut. Können wir jetzt machen. Können wir den anderen auch gleich lernen? Den anderen Skill. You ready to learn my moves? Yes, der hatte ja noch einen. These are the moves I can teach you, boy. Okay. What's the key of brawling? Das wäre vielleicht einfach gewesen. Okay. The most important thing of in a fight is tenacity. Tenacity? Ich weiß nicht genau, was das ist. That's the secret. Sounds pretty simple for a secret. Tough, though I guess in a fight simplicity is best. Brawling comes down to spirit in the end. So I'm going to teach you a move that harnesses that power. I call it Spirit Fire. You learned the extra blah Spirit Fire. Interesting. Interesting. So you use the force of an enemy blow to strike them back with twice the power. Ah, Konterangriff. Yes, I'm sure you will be able to make use of it. You are Bacchus, right? Ah, ich bin der nächste Hitman. It's one of those Japanese hooligans. You call yourself assassin? You look like as pro as some sorry street punk. Hey, I don't really know what's going on here, but I just got paid a fortune up front by some guys. I get the rest once the job's done. Oh, so he's a street fighter on a freelancer job. He doesn't look so tough. Shut it. I may not like look like much, but I have never lost a fight. Time to earn this cash. I think you have the tenacity to win? This is the perfect chance, boy. Yeah, time to try out that move I just learned. What? You want some fist, do you? Alright, open up. I will serve you your own thief. Also, meine eigenen Zähne. Thief. Thief. Okay, lernen wir diesen nächsten Counter-Move. Powerful Resolute Counter. You can charge up a counter-attack. The attack is more powerful and likely to knock the opponent down. Hold down. Hä? Down or after being attacked? Achso. Ah, jetzt versteh ich's. Komm, so. Ah, jetzt versteh ich. Okay, alles klar. Die vierte Hitman Target und Bacchus. Use your Brawl Style Move to take the Assassin out. Toll. So. Verdammt. Ey. So, wie?
had not... So... So, stumped. Entschuldigung, wenn ich da mal so ein bisschen leise bin, aber meine Lebensenergie ist gerade runtergegangen und deswegen wollte ich nicht so laut sein. Nichts zu sagen. How the hell, hell would you get the better of me? The boy wins. Oi. Hey. Yeah? What did the guy who paid you look like? It was dark, so I didn't get a look at their face. From the way they talked, I guess they are foreign. Yeah. Well, it wasn't me. Of course not. It's the guy who's out to get you. Don't you get go getting any more big ideas, okay? Also, Entschuldigung. Don't go getting any bad ideas, okay? Yeah, I hear you. Ich dachte, er sagt das, weil er gezeigt wurde, aber es hat Kirio gesagt. Die Schrift war ja leicht bläulich. Oh. I would had these were the most dangerous debt collectors around. Looks like you handled this one no problem. We better hope they are all like this then. So, jetzt können wir nochmal mit ihm quatschen. Der kann uns jetzt gerade nichts mehr beibringen. Ich quatsche mal an, um nur zu gucken, ob er noch was hat. So. Turn my moves. Yes, sorry boy. There's nothing I can teach you. Upgrade your abilities. You haven't upgraded your abilities enough to learn new techniques from... Verstehe. So funktioniert das. Also wenn wir unsere Abilities steigern, wir sehen das jetzt hier im Brawler Style. Wir haben ja hier noch ein bisschen was, was wir steigern können. Wo ist der? Der ist jetzt hier hingegangen, ne? Das ist dieser... Cool. Sehen wir das? Wissen wir das? Machen wir das! So. Weiß nicht, wie unser Leben aussieht, aber wir gehen mal zu dieser Sushi-Bar. Weil wir in der Nähe sind und vielleicht eh was zu essen brauchen. So, ihr Party-People hier. Oh, das ist die falsche Richtung. Hier war der Laden. Aus der Weg! Ich hab's eilig! Ich muss Sushi essen! Glaube ich, weiß nicht. Welcome, what would you like today? Oder ich... What can I get you? Ah, wir können doch tatsächlich was essen. Oh, Tamago ist lecker. Wir holen uns was Teures. Uni. Hawabi. This top grade sea urchin is straight from Numatsu port and as fresh as can be. Not a trace of preservations. Wir bestellen das. Denn wir sind angeschlagen. Uni. Oh, lecker. Yum, yum, yum. Thank you. Hope to see you again soon. Okay, bei dem kriegen wir das halt quasi nur steigert sich die Beziehung, wenn wir da natürlich wieder Sachen kaufen, wie bei den meisten Leuten, dass wir da Geld ausgeben. Mehr oder weniger. Dass das steigert. Gut, das waren erstmal so die kleinen Sachen. Ich werde jetzt zu dem Handlungsort hinrennen und wir sehen uns dann dort und dann geht's mit der Haupthandlung mal wieder ein Stückchen weiter. Bis gleich. Da kommen wir jetzt nicht durch. Wir können da mal hingehen und schauen, was... Also... Huch, was? Ich wollte gerade was sagen. So, hör auf, dich zu verstecken, Alter. Oh, Mann, der ist so tot, ey. In your face. Hallo, guten Tag und gute Nacht. Aber die geben uns echt wenig Geld. Egal, wir wollten mal gucken, was hier los ist.
seems like they're in the middle of it. Ach, okay, die blockieren einfach nur die Straße. Naja, gut, wir müssen eh oben ran. Das ist einfach nur, damit wir da direkt da oben hingehen. Ist hier irgendwas in der Karte versteckt? Im Club müssen wir auch noch. Oh, da ist der Typ wieder bei deinem Besuchen. Oh, Kitty, you got time for a stop and search? What should I hand over? Ich überlege die ganze Zeit, ihm vielleicht irgendwas davon hier zu geben. Kann ich das überhaupt? Ich gebe hier mal dem Schirm. Mal gucken, was er dazu sagt. Wow, this looks really dangerous. Ist das ein Regenschirm? What do you use this for, Kiryu-san? It's not dangerous at all. Everyone carries around that sort of thing. Das ist ein verdammter Regenschirm. No, they don't. I'm beginning to suspect you might be a threat to public safety, Kiryu-san. Tell me what it's for. Well, it's complicated. Es ist ein Regenschirm. It has a very specific use. And what would that be? You know, it's a little embarrassing. So I didn't want to have to say it. It's actually for... Yes? Whisper, whisper. Oh, God. Oh, I see. I've never heard about that before. I guess I've let a shot. Was zum Teufel? Es ist ein Regenschirm. Man benutzt ihn, wenn es regnet. Here, take this back. Oh, okay. I'm free to go now, right? I still get the feeling you are not being completely honest with me. But you can go.